Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIV Stormblood auf dem höchsten oder einen der höchsten Punkte von Colusia. Mir geht's gut, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden und seid auch gut ins neue Jahr gekommen, wenn dieses Video irgendwann im nächsten Jahr rauskommen sollte. Ja, wir sind Lord Vorfrey auf dem Weg, der sich da in diesem komischen großen Hügel verschanzt hat. Unschwer zu erkennen an diesem wunderschönen Schweif. Und auch meine dufte Mieze, ja, ist halt eben meine dufte Mieze halt. So, wir wollen hier weitermachen. Alfino, tell me something. Hervorragend, wir haben die Leiter erklommen und die oberste Sprosse erreicht. Orianger und die anderen werden gleich nachkommen. Wir sollten hier auf sie warten und uns nicht von der Stelle... Alfino, Dufte, komm doch mal her. Mal hier hoch. Wo ist sie denn hingegangen? Komm, wir sehen nach. Da oben scheint sie wohl irgendwo zu sein. Da wollen wir doch mal hinterherlaufen. Ich glaube, wir werden einen wundervollen... Jawollo, einen wundervollen Blick auf Colusia haben. Ich sag mal so, Höhenangst sollte man hier nicht verspüren am besten. Denn da geht es ziemlich tief abwärts. Voll geil. Ich mag diesen Blick. Na gut, Alize hat noch was für uns. Sieh mal, Dufte, da drüben im Nordosten ist ein Dorf. Wahrscheinlich verlassen. Nach Zwergenbehausung sieht es nicht aus. Und der Aufzug steht schon seit 20 Jahren still. Unwahrscheinlich, dass nach der langen Zeit noch immer jemand da wohnt. Das dachte ich auch, aber ich habe gerade jemanden aus dem Dorf kommen sehen. Die Gestalt kam auf uns zu und tat so, als wollte sie nicht gesehen werden. Wer immer das ist, er ist noch da. Sieh doch selbst, ob du ihn findest, Dufte. Klar, gucken wir doch mal. Ah, es ist wieder so eine Zoom-Mission. Gucken wir doch mal. Irgendwo hier in diesem Bereich muss irgendwer zu finden sein. Zoomen wir mal rein. Versteckt sich hier irgendjemand? Also vergrößern können wir es nicht. Moment. Auch nicht. Da ist doch was. Da. Das sieht aber... Der Vogel beobachtet uns. Aber verdächtig kommt er mir nicht vor, das stimmt. Moment, irgendwas stimmt doch mit diesem Vogel hier nicht. Der glotzt aber ziemlich seltsam. Vielleicht doch ein bisschen näher dran? Näher als erwartet? Nee, irgendwie nicht. Moment, da sitzt doch, da steht doch einer. Ja, ja, lauf nur. Aber ich werde dich finden. Da ist jemand, habe ich recht? Und er beobachtet uns. Ich würde mich wohler fühlen, wenn ich wüsste, was er vorhat. In der Tat. Nutzen wir die Zeit, bis die anderen da sind, für eine kleine Erkundung. Dann los. Sehen wir nach, ob das Dorf wirklich so verlassen ist, wie es aussieht. Ja, das ist ja hier schon ein bisschen zwickelig, würde ich sagen. Was das für Leute sind? Ich jump hier einfach mal runter. Komme ich hier einfach runter? Nö, ich komme hier nicht einfach runter. Aber hier komme ich einfach runter. Auch nicht. Wie frech. Achso, nee, weil da ist ein Abgrund. Verstehe. Und selbst hier komme ich nicht drüber. Mann. So ein weiter Weg für nichts. Aber hier kann ich jetzt runterspringen. Höp. Na gut, ich hätte vielleicht da lang springen sollen. Höp. Und dann können wir gleich gucken, wo die sind. Oh, guck mal da. Da ist ein wild gewordener Dings. Talos, so heißen die Dinger hier. Na komm, ein bisschen sprinten können wir auch. Die Huldu sollten uns einfach in Ruhe lassen. Die interessieren uns kein Stück an dieser Stelle.
Uns interessiert, was in dem kleinen Dorf da vor uns abgeht. Aber das ist... Nee, da ist leider kein Etherit. Schade. Das wäre auch zu cool, wenn wir uns da... Oh, dammit. Ich hätte mal vielleicht hier... Mist. Seht ihr mal, schön die Windätherquelle vergeigt. Obwohl, warte mal, kleinen Moment. Südosten? Haha, da waren wir noch gar nicht. Sehr gut. Ich dachte schon, wir hätten irgendwann eine Windätherquelle vergessen. Aber wir bleiben im Südosten. So, irgendwo hier drin befindet sich irgendjemand. Alfino und Alizé scheint schon... Da ist Alfino, da ist Alizé. Nahrungsmittel. Aha. Hier muss jemand leben. Ja. Denn diese Ware sieht frisch aus. Eindeutig. Vielleicht verbirgt sich irgendjemand hier hinter der Tür. Los, mach die Tür auf. Aufmachen, Drogenfahndung. Kooperieren Sie und Ihnen wird nichts geschehen. Von innen verriegelt. Na, das ist ja dann... Finden wir hier noch irgendwo, was weiß ich, ein warmes... Ein warmen Becher voll irgendwas. Na klar. Hier besäuft sich jemand. Auch, und schaut mal, der Kessel, der dampft ja noch. Hier muss eindeutig jemand sein. Hast du jemanden gesehen, Dufte? Nein, aber die Siedlung ist sicher bewohnt. Ich weiß nicht, die Gestalt von eben ist jedenfalls nicht hier. Nein, wahrscheinlich doch nur eine verlassene Siedlung. Die ist sicher bewohnt. Die Indizien sprechen für sich. Das denke ich auch. Überall sind Spuren, die keinen anderen Schluss zulassen. Wer auch immer sich vor uns verstecken will, sie sind nicht besonders gut darin. Was sollen wir denn tun, wenn die partout nicht mit uns sprechen wollen? Brennt das Dorf nieder! Ein Versuch war's wert. Euch kenne ich doch. Ihr habt mir das Leben gerettet. Der Maler aus Julmoor, Tristol, du hattest uns deinen Pinsel geschenkt. Ihr kennt mich noch. Außerdem, nachdem wir jeder unsere Wege gegangen sind, habe ich mir Sorgen um euch gemacht. Julmoor kann eine grausame Stadt sein. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch mal wiedersehen, geschweige denn hier. Das könnte ich auch von dir sagen, Freund. Ich freue mich, dich gesund und munter wiederzusehen. Aber sag, was ist das für eine Siedlung hier? Der Ort heißt Eintracht. Und hier leben Leute wie ich, die aus Julmoor verbannt wurden oder es irgendwie geschafft haben, lebendig zu entkommen. Nachdem ihr mich aus dem kalten Wasser gezogen hattet, bin ich alleine durch die öden Lande von Kulusia gewandert. Und dann habe ich jemanden getroffen. Einer von den Zwergen, die auf dem Schotterfeld leben. Er führte mich durch einen geheimen Tunnel. Seitdem lebe ich hier. Das Leben ist hart, aber man lässt uns in Frieden. Doch damit ist jetzt wohl vorbei. Erst passierte dieser Wahnsinn mit dem Berg. Der ganze Gulk hob sich in die Luft. Und dann hörten wir, wie die Leiter sich wieder bewegte. Wenn ihr Angst habt, dass die Truppen aus Julmoor anrücken, können wir euch diese Sorge nehmen. Sie werden euch nicht mehr behelligen. Ja, wir hatten Angst vor Julmoor. Was soll das heißen? Sie werden uns nicht mehr behelligen. Was ist denn passiert? Ja, voll aufs Maul gegeben und so. Ich habe den General getötet. Boah. Vosry war also selbst ein großer Sündenvertilger und hat den Gulk zu seinem Unterschlupf gemacht. Eine unglaubliche Geschichte, aber ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Ich schulde euch mein Leben. Wenn ich irgendwas tun kann, um euch zu helfen, braucht ihr es nur sagen. Danke, Tristel. Zuerst möchte ich dich um Erlaubnis bitten, die Gegend zu erkunden. Wir müssen einen Weg finden, um auf den schwebenden Vulkan zu kommen. Wir haben nicht das Recht, es euch zu verbieten, aber ich werde den anderen sagen, wer ihr seid und was ihr wollt. Wir könnten euch nicht viel anbieten. Aber ihr seid in Eintracht willkommen. Bleibt hier, solange ihr wollt und rüstet euch aus. Wir werden tun, was wir können, um euch dabei zu helfen, Vosry zu schnappen.
Das freut mich. Noch mehr Verbündete. Merkt der Typ, ganz Wilbrand ist ihm auf den Fersen und er glaubt immer noch, dass er da oben einen riesengroßen, keine Ahnung, Neuanfang wagen kann. Warte nur du dort oben, ich komme gleich zu dir hoch und dann gibt's Saures. Wem auf Kolusia habt ihr eigentlich nicht das Leben gerettet? Tja, mein Bruder kann einfach nicht anders. Er will mit den Leuten in Eintracht sprechen, Informationen sammeln, wie er es nennt. Ich würde viel lieber auf einen Rundgang gehen. Wir müssen die Umgebung kennen, wenn wir den Weg auf den Vulkan finden wollen. Bruderherz, Duft und ich werden ein wenig die Gegend erkunden. Wir sind gleich wieder zurück. Was? Ja, seid aber bitte vorsichtig. Wer weiß, was für Kreaturen sich hier oben breit gemacht haben. Ja, ja. Das gefällt mir sehr. Aber keine Quest für Windäderquellen. Das ist ein bisschen schade. So, erstmal ab auf mein Schokobo, dem guten alten Vollstrecker. Und er hat ein paar Schwierigkeiten mit dem Laufen, wie ihr gesehen habt. Also er hat Schwierigkeiten, über Zäune zu springen. Das macht das Alter. Der ist schon echt alt. Ich meine irgendwie so, keine Ahnung, 6 Jahre oder so. Das ist schon ziemlich alt für ein Chocobo. Ich meine, ne, Chocobos brauchen nur 30 Tage, um erwachsen zu werden. Jetzt überlegt mal, was 6 Jahre sind. Eine Weggabelung. Trennen wir uns. Ich gehe nach Osten, übernimm du den Weg nach Westen. Wir treffen uns am Fuße des Berges wieder. Bis dann. Aber ich will mit. Ich mag's nicht alleine. Nein. Wir nehmen uns erstmal diese Windäderquelle, die da höhnisch auf uns herablacht. Als ob wir nicht gleich an sie kommen würden. Ich finde dich. Ich komme zu dir hoch. Und ein schnell weg, bevor hier was von hinten rein spaziert. Ausgezeichnet. Windätherquelle 1, 2, 3 ist mein. Und, ach Moment. Ich könnte ja noch mal ganz kurz meinen Vollstrecker dazu holen. So, ein bisschen Hilfe können wir immer gebrauchen. Trotz allem fahre ich lieber mit meinem SKD Fenrir durch die Gegend. Brumm. So, wo ist die nächste Windätherquelle? Die nächste befindet sich 300x Jalme Richtung Süden, fast 400 Jalme Richtung Süden. Da werden wir rechtzeitig hinkommen. Keine Sorge. Düsen wir mal hier hoch. Zielort. Ausschau halten. Was wird hier passieren? Böse Gegner. Ich werde angegriffen. Nein! Und es ist ein Sündenvertilger. So. Instant cast for the win. For the win. For the... Bam! In your face. So, geläuterte Eifersucht. Der wird nicht lange halten. Nee. Mach mal deine AOE. Hast du fein gemacht. Toll. Hast keinen von uns getroffen. Ich bin ja so stolz auf dich. Du bist... Ja. Ein nutzloser Vertilger tatsächlich. Aber egal. Wir laufen... Wie viele Windäderquellen brauchen wir hier eigentlich noch? Wir brauchen noch... Wow, ganze 4. Und 3 aus Quests. Das ist schon relativ happig. Damit habe ich nicht mehr gerechnet, dass es noch so viele sind. Aber okay. Die nächste ist immer noch Richtung Süden. So, auf zum nächsten Vertilger. Oh, sind diesmal sogar 2. Dann wollen wir doch gleich nochmal ein bisschen Kloppe geben. 1 und 2 und 3 und 4 und einen 5. kriegen wir da auch noch raus. 5. Wunderbar. Hier wimmelt es von diesen Viechern. Ich glaube, das ist hier noch Vosrys letzte Armee, die durch die Gegend rattert. Aber ich glaube nicht, dass er uns irgendetwas entgegensetzen kann. Dafür sind wir ein bisschen zu mächtig unterwegs. Mit... den Kriegern des Lichts, nein, Krieger der Dunkelheit, sorry. Falsche Welt. In der einen Welt sind wir die Kriegerin des Lichts, auf der anderen Welt sind wir die Kriegerin der Dunkelheit. Herrlich, und ich habe
Post. Muss ich gleich demnächst nochmal Briefe gucken. Vielleicht ist das meine Stufe 80 Lieferung, die schon seit längerem, auf die ich schon länger warte. Das wäre bombastisch gut. So, immer noch Richtung Süden. Krass. Alize, da ist sie, die Gute. Was hast du gefunden? Oh, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Hier oben wimmelt es ja nur vor lauter Sündenvertilgern. War es bei dir auch so schlimm? Dachte ich's mir doch. Je näher wir dem Vulkan kommen, desto mehr werden es. Von hier aus sieht er noch viel höher aus als aus der Ferne. Worthy wird sich ein schönes Lager mit einer Menge Sündenvertilgern eingerichtet haben. Sie haben uns bestimmt schon in ihrem Blick. Puh, wer weiß, was uns da oben alles erwartet. Aber eins nach dem anderen. Zuerst müssen wir irgendwie da hochkommen. Wir haben immer noch keinen Weg gefunden. Vielleicht müssen wir es ja doch mit einem Luftschiff versuchen, trotz Ishtolas Bedenken. Da seid ihr ja. Alfino hat sich Sorgen um euch gemacht. Uriogé? Kristallik, sag ich? Was macht ihr denn hier? Ich werde es mir nicht entgehen lassen, den entscheidenden Kampf mit eigenen Augen zu sehen. Als ich am Aufzug ankam, wart ihr schon unterwegs. Aber Uriogé war so nett, mich mitzunehmen. Aber jetzt, seht euch das an. Fliegen ist wohl wirklich keine so gute Idee. Gegen die beflügelten Sündenvertilger haben wir im Luftkampf keine Chance. Immerhin wissen wir jetzt Bescheid. Die Maschinen waren zwar Artefakte aus dem Turm, aber sie haben da sowieso nur Staub gesammelt. Ein guter Plan, wenn auch etwas verschwenderisch. Jetzt wissen wir, dass es keinen Landweg gibt und der Luftweg zu gefährlich ist. Ein banales, aber kniffliges Rätsel, das sich uns stellt. Aber zusammen werden wir schon eine Lösung finden. Alfino ist bereits zurückgegangen, um die anderen zu treffen. Lasst uns gemeinsam beraten. Tja, gute Nachrichten sind auf jeden Fall was anderes, muss ich gestehen, denn weder Luft noch Erdweg, oder es ist schon schwierig, da muss man mal gucken, was wir denn hier so liefern können, aber egal, wir werden hier schon eine Möglichkeit finden, da bin ich mir ganz dolle sicher. Was bringt es? Und wenn wir so eine Räuberleiter, wisst ihr, wir haben so vielen Leuten das Leben gerettet. Wir sagen einfach allen, denen wir das Leben gerettet haben, ey, kommt, lass mal eine riesengroße Räuberleiter machen. Oder so eine Pyramide, komplett aus Menschen oder so. Und dann hoffen wir einfach, dass wir die schnell genug erklimmen können. Keine Ahnung, wie hoch sind das? 3 Meter? 5 Meter? Kann man hochspringen? Zur Not. Es gibt viele Möglichkeiten. Sie sind, ich glaube, die haben nur irgendwie ein bisschen Panik davor, einfach mal was Vernünftiges auszuprobieren.
Außerdem kann man ja, keine Ahnung, Luftschiffe bauen, so eine ganze Armada oder so. Das bringt aber nichts. Das dauert viel zu lange. Man könnte ganz viele Stöcker werfen, das wäre doch eine Idee. Magische Stöcker, wo dann halt eben so 5000 Stöcker gleichzeitig durch die Gegend fliegen und als Schutzschild gegen die Sündenvertilger dienen. Dann braucht man nur ein Luftschiff. Die rotieren dann, wie die Wirbel bei Garuda. Rotiert sich quasi die ganze Zeit um das Luftschiff herum und schreddert die Sündenvertilger auseinander. An sowas denkt natürlich wieder keiner. Nein, man nimmt den komplizierten Weg. Man klettert oder so, riesengroße Räuberleiter oder Leiter an sich. Die Scheiß habe ich hier nicht erwartet. Aber warum nicht? Shainus haben wir schließlich zu verdanken, dass wir überhaupt hier oben sind. Auf den Gulk werden sie uns aber wohl nicht bringen. Darum müssen wir uns schon selbst kümmern. Vielleicht fällt uns hier etwas ein, wenn wir noch einmal die Köpfe zusammenstecken. Finde ich auch. Irgendwas finden wir. Wir haben hier eine neue Waffe bekommen oder sowas. Mal gucken. Welche Waffe haben wir hier? Ja, die können wir nehmen. So, einmal Ausrüstung optimieren. Sweet. Noch mal ein bisschen neuen Kram. Was habe ich jetzt bekommen? Ach ja, klar. Ich laufe jetzt die ganze Zeit mit einer mit einer Picke durch die Gegend. Ist ja wohl das einzig Logische, was ich hier tun könnte. Über Land führt kein Weg hinauf. Und in der Luft droht uns ein gefährlicher Kampf gegen die Sündenvertilger. Wir könnten uns Amaros ausleihen. Aber ohne intensive Vorbereitung ist der Luftkampf ein zu großes Risiko. Die Luftschiffe aus Julmor sind eher für den Transport gedacht und nicht für den Kampfeinsatz. Wenn Cid bloß hier wäre, könnte er bestimmt etwas machen, aber so... Ich habe auch keine Idee. Das ist mir zu hoch. Man kann ja schließlich nicht einfach so da hochlaufen mit nichts als Luft unter den Füßen. Nicht doch, meine Liebe. Stör doch die Herrschaften nicht. Komm, wir haben genug gesehen. Lass uns wieder runterfahren. Der Vorschlag ist vielleicht gar nicht so abwegig. Wir laufen hoch, aber nicht durch die Luft, sondern mit solider Erde unter unseren Füßen. Wir müssen nur irgendeine Verbindung schaffen. Ein gigantischer Talos zum Beispiel, wenn das möglich ist. Ein kreativer Vorschlag. So ein Talos ist bestimmt nicht leicht zu konstruieren, aber es ist denkbar, dass wir an ihm bis zu dem Berg hochklettern können. Nein, das ist ganz unmöglich. Noch nie hat jemand einen so großen Talos gebaut. Allein schon der Entwurf wäre unglaublich komplex. Ganz zu schweigen von der Ausführung. Obwohl, wenn seine einzige Aufgabe darin bestünde, sich an dem Berg festzuklammern, könnte man ja auf gewisse Elemente verzichten. Man könnte Mobilität zugunsten der Stabilität opfern. Ja, das würde den Aufwand und den Materialbedarf beträchtlich reduzieren. Ah, nein, es geht nicht. Wir haben nicht genug Arbeiter. Selbst wenn wir alle herholen, die beim Aufzug geholfen haben, bräuchten wir zu lang. Es liegt also nur an der Arbeitskraft? Was genau muss denn getan werden? Naja, für den Körper des Talos brauchen wir jede Menge Steine. Die Felsen hier in der Umgebung sind dafür gut geeignet. Wir müssen die Steine also nicht weit transportieren und der Abbau ist auch nicht kompliziert. Aber die schiere Menge macht es zu einer Herausforderung. Ich gehe zu den Minenarbeitern von Am-Areng. Sie werden uns sicher helfen. Dann gehe ich nach Mordzug und frage die Mord um Hilfe.
Ich versuche es auf Kulusia. Vielleicht schließen sich die tüchtigen Fischer an den Küsten und die Handwerker von Julmor unserer Sache an. Brauchst du noch andere Leute? Um einen Talos zu beleben, braucht man einen Magier. Aber für einen dieser Größe sollte es eine ganze Menge Magiebegabter sein. Unter den Untertanen der Nacht sind viele in Zauberei geschult. Ich werde sie fragen, ob sie uns bei der Erweckung helfen. Die Pixies verfügen auch über mächtige Magie, aber es würde ihnen gewiss schwerfallen, uns keine Streiche zu spielen. Besser wäre es, Helfer in Crystarium zu rekrutieren. Habe ich dafür dein Einverständnis? Ja, natürlich. Nimm auch so viele Chocobos und Amaros mit, wie du auftreiben kannst. Moment, Moment. Glaubt ihr wirklich, dass uns die alle helfen werden? Sogar die Mord? Das wären ja fast alle Bewohner von Norvrand. Wie kann es sein, dass ihr so viele Freunde habt? Wer seid ihr? Gekommen, um diese Welt zu retten? Ist das dein Ernst? An Helfern wird es dir also nicht mangeln. Machst du dich dann schon mal an die Planung des Talos? Wir zählen auf dich, Meister der großen Daedalus-Steinhauerei. Wir sind ganz bald wieder hier. Mit der Verstärkung. Bis dann. Dann bleiben wohl nur wir beide, um dem Meister bei der Planung zu assistieren. Ja, hey, also ganz im Ernst, ich finde ja, ich lag ja gar nicht so schlecht mit der Idee, lasst mal eine riesengroße Leiter mit allen Bewohnern von Norvrand zusammenstecken. Finde ich herrlich. Na gut, Shai, was hast du jetzt noch für uns? Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Noch nie hat jemand einen so großen Talos gebaut, es geht nicht. Zumindest nicht ohne genaue Kenntnisse der Umgebung, aber hier oben wohnt ja niemand, den man fragen könnte. Da wäre ich mir nicht so sicher. Es gibt hier ein Dorf mit Leuten, die aus Julmor entkommen sind? Nein, nein, nein. Das werden wir nicht fragen. Wenn die einen Freien wie mich sehen, helfen sie uns sowieso nicht. Sie werden mich von der Klippe werfen. Wäre ich mal unten geblieben, wäre ich mal schön in Julmor geblieben, wäre ich heute doch nur nicht aufgestanden. Ach komm, deine Frau wird ihn sicherlich trösten. Was ist denn bloß los mit dir, liebster Gefährt, in meinen Liebsten gefahren? Gerade klang er noch so optimistisch. Ach Dufte, würdest du ihn etwas aufmuntern? Manchmal fehlt es meinem Liebsten an Selbstbewusstsein, aber ich weiß, dass er ein standhafter Mann ist. Seine Mutter hat mir verraten, dass er auf direkten Zuspruch nicht gut reagiert. Man muss schon die richtigen Worte finden, um ihn zu etwas zu bewegen. Also bitte, versuch es doch einmal. Das klingt gut. Das machen wir. Komm, muntern wir ihn ein bisschen auf. Steckt voller Selbstzweifel. Aha. Ich schaffe es nicht. Es ist unmöglich. Noch nie hat sich ein Talos dieser Größe erhoben. Ich werde mir an diese Aufgabe die Finger verbrennen. Es ist normal, Angst zu haben. Alfino hatte früher sogar Angst davor, Feuerholz zu sammeln. Dulia glaubt, du schaffst das und niemand kennt dich besser als sie.
Was denn? Du bist doch der Superbaumeister, der... Na okay, nehmen wir doch mal Elfinor als Beispiel. Er hatte Angst, davor Feuerholz zu sammeln. Hatte er? Es sieht so aus, als hätte er von nichts Angst. Als würde ihm alles gelingen. Sogar die Fähigsten unter uns müssen wohl irgendwann ihre Angst besiegen. Aber es kommt ja nicht nur auf mich an. Wir brauchen die Hilfe der Leute aus diesem Dorf. Und das wird nicht so einfach werden. Was hast du gesagt? Dass Tristel auch da ist? Er wurde vom Balkon des Audienzsaals geworfen, weil ich ihm einen finsteren Lümmel genannt habe. Das würde er nie verzeihen. Du wirst dich bei ihm entschuldigen und ich werde dich begleiten, ein gutes Wort für dich einlegen. Vielleicht ist die Aussicht gar nicht so düster. Wer sich ehrlich entschuldigt, dem wird auch verziehen. Ich glaube, das klingt besser. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Schließlich habt ihr uns ja auch verziehen und nur so konnten wir die Leiter wieder in Betrieb nehmen. Vielleicht ist es mit dem Riesentalus ähnlich. Wir müssen zusammenarbeiten. Und wenn sie mich steinigen, dann habe ich es wenigstens versucht. Er hat immer noch Bedenken. Aber trotzdem, es geht nicht nur darum, sich zu entschuldigen. Diese Aufgabe, einen so großen Talus zu bauen, bleibt höchst anspruchsvoll, auch wenn man noch so viel guten Willen zeigt. Selbst wenn die Bewohner von Eintracht willens sind, die Vergangenheit ruhen zu lassen, so werden sie doch erkennen, dass unser Plan einfach absurd ist. Wenn du aufgibst, schenken wir Vosri den Sieg. In Doma haben wir ein Schloss zurückerobert, indem wir es fluteten. Das war ein verrückter Plan. Aber du bist der Beste deines Faches. Nehmen wir doch einfach mal Doma. Doma? Nie gehört. Aber ein Schloss zu fluten? Tja, manchmal sind es die außergewöhnlichen Wege, die ans Ziel führen. Vielleicht gilt es auch für unseren Plan, einen fliegenden Berg mit einem riesigen Talus zu greifen. Warum eigentlich nicht? Na los, dann ab an die Arbeit. Aber was ist mit den Risiken? Hast du dir überlegt, welche Gefahren auf uns warten? Wir können von Glück reden, wenn wir das unbeschadet überstehen. Was ist, wenn unser einziger Erfolg darin besteht, Vosri aufs Blut zu reizen? Er wird seine Sündenvertilger in Schwärmen ausschicken und wir werden alle zu Tode geläutert werden. Dann werden wir eben zusammen geläutert. Wir werden euch beschützen, dafür sind wir hier. Kannst du nicht so etwas wie einen Kampf-Talos bauen? Ja, komm, machen wir. Ach. Also wirklich, so langsam durchschaue ich eure Tricks, eure Unbeirrbarkeit und die Abhängigkeit, in die ihr eure Gefolgsleute stürzt. Nicht schlecht, so hat Yulmor auch funktioniert. Aber gut, euch nehme ich es sogar ab. Im Seenland und in Raktika habt ihr ja wahre Wunder verbracht, wenn man dem Geschwätz der Arbeiten Glauben schenken darf. Jawohl, geht doch. Ja, genau, brüll deinen Schmerz heraus und mach deinen Job. Ja, ich werde es tun. Ich werde einen Talus errichten, der bis in den Himmel reicht. Also, zuerst nach Eintracht. Ich möchte mit den Bewohnern des Dorfes sprechen, besonders mit Tristel. Es könnte gefährlich werden hier. Kehre nach Yulmor zurück, meine Liebe, und warte auf mich. Nein, unter gar keinen Umständen werde ich dich verlassen. Wo du bist, will ich auch sein. Außerdem bin ich nicht unschuldig, was den Maler angeht. Ich muss ihn verrückt gemacht haben mit meinen ständigen Kommentaren. Hier ein wenig mehr Rot, dort ein bisschen weniger Taille. Ich flehe dich an. Bring dich nicht unnötig in Gefahr. Wenn es zu einem Kampf kommt, werde ich dich nicht beschützen können. Ich wusste doch, das Ganze ist eine grauenvolle Idee. Wir sollten alles vergessen und... Meister Shai, deine Zweifel sind ein Beweis dafür, dass du das Projekt in seiner Ganzheit erfasst hast. Und nur das, was man erfasst, kann man auch umsetzen. So haben es meine Freunde gesagt, alte Freunde aus einer anderen Zeit. Auch wenn es sich um eine Aufgabe handelt, die eher einer Gottheit zugesicht stünde, was einmal vollbracht wurde,
Das kann man auch ein weiteres Mal vollbringen, aus eigener Kraft. Aber wer glaubt denn solche Märchen? Märchen? Vielleicht. Aber sind unsere Leben nicht wie Märchen voller Wunder? Ich gebe zu, es ist nicht leicht, an seine Träume zu glauben und sie wahr werden zu lassen. Niemand wusste das besser als diese Freunde. Ein ums andere Mal warf das Schicksal ihnen Steine in den Weg, die schier unüberwindbar schienen. Hätten sie aufgegeben, man hätte es ihnen nicht verübeln können. Doch sie machten weiter, Schritt auf Schritt kamen sie voran, ihrem Ziel immer näher. Und sie ließen Wirklichkeit werden, was kein Sterblicher je hätte vollbringen sollen. Sie waren Wissenschaftler, genau wie du. Verfolgst du nicht auch Ideale tief in deinem Inneren, die du verwirklichen sehen willst oder so? Komm, mein Liebster, mir hast du doch deine Talosse immer als erstes gezeigt. Und so soll es auch diesmal sein. Dies ist mein größtes Meisterwerk und es wäre untröstlich, wenn ich es dir nicht zeigen dürfte. Meine Frau und ich gehen nach Eintracht. Wir werden uns zusammen bei Tristel entschuldigen. Er hat mich verstanden. Komm, wir begleiten sie. Niemals! Nein, natürlich begleiten wir sie. Aber ich möchte vorher noch diese eine Windätherquelle holen. Hier im Westen irgendwo ist eine Windätherquelle und die hätte ich ganz gerne. Bevor wir alles andere weitermachen und vor allem auch diese Folge beenden, denn es ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder soweit und ich fertige das da oben oder so. Irgendwie richtig Panne. Nein, Glück gehabt. Sie ist genau hier hinten. Genau da. Wunderbärchen. So, und mit dem Einsammeln dieser Windätherquelle beenden wir diese Folge von Let's Play Shadowbringers Final Fantasy 14. Dankeschön fürs Zuschauen und so weiter. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Adios.